Hallihallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe, in der ich einfach nicht neue Produkte, sondern meine ganzen Produkte, die ich schon seit Jahren verwende oder die ich so liebe, dass ich sie mir definitiv jetzt nachkaufen möchte und weiterhin verwenden möchte, etwas genauer unter die Lupe nehme, was Inhaltsstoffe und so weiter angeht. Ich bin jetzt nicht so der mega Inhaltsstoffkenner, aber es gibt ja tolle Apps, unter anderem die App CodeCheck. Und die hilft einem dann da schon ein bisschen weiter. Ich würde euch ganz gern mal auf mein erstes Video zu dieser Videoreihe verweisen. Das verlinke ich euch ganz gern mal in der Infobox. Und zwar erkläre ich da nochmal, wie die Videos genau zustande kommen, was ich mache, wie ich es mache. Erkläre ich einfach nochmal ein bisschen mehr. Und zwar geht es in diesem Video um das Taft Power Haarspray. Das verwende ich schon seit unfassbar vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das verwende. Auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lang. Und in dem Haarspray sind aber leider nicht ganz so tolle Inhaltsstoffe drin, ehrlich gesagt. Muss ich gestehen. Was allerdings wahrscheinlich kein Grund dafür sein wird, dass ich das nicht mehr kaufen werde. Denn ich fange mal mit dem ersten Inhaltsstoff an, der sehr bedenklich ist, und zwar sind das die Benzophenone, und zwar sind das UV-Absorber und UV-Filter, die Benzophenone, und die haben zwei Eigenschaften oder zwei Funktionen, und zwar einmal, dass sie das Produkt vor UV-Licht schützen sollen und beziehungsweise, dass sie UV-Strahlen herausfiltern, um die Haare vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Also eigentlich gute Eigenschaften. Ne? Also braucht man eben auch. Aber sie haben einen Verdacht auf hormonelle Wirksamkeit und beziehungsweise sind reizend und allergieauslösend. Oder haben ein Reizungs- und Allergiepotenzial, sagen wir es mal so. Wäre jetzt allerdings in dem Fall kein Grund für mich zu sagen, ich kaufe es nie wieder, denn ich nehme das schon seit Jahren und habe keine Allergien davon getragen. Und zwar haben wir hier noch einen zweiten Inhaltsstoff, der auch unter sehr bedenklich eingestuft wurde. Und zwar ist es das Butylphenyl-Methylpropional. Das ist ein Parfümstoff. Und das ist ebenfalls allergieauslösend und für Asthmatiker nicht geeignet, wobei das bei fast jedem Stoff steht, dass das allergieauslösend sein könnte, beziehungsweise nicht für Allergiker geeignet ist. Genau, also so ein bisschen, das habe ich aber auch schon in meinem ersten Video erzählt, verstehe ich die App nicht, weil ich weiß nicht, warum jetzt so ein Stoff beispielsweise, der eigentlich nur Gutes fürs Produkt und auch für den Verbraucher dann nimmt, also für die Haare quasi macht, warum sowas als sehr bedenklich eingestuft wird. Ich meine, ja, es sind Chemikalien, klar. Und weiß ich nicht, wie die App da arbeitet. Ne? Also was die unter welchen Voraussetzungen die halt einen Stoff so einstufen und einen Stoff so einstufen. Ne? Also es steht zum Beispiel auch bei unbedenklichen Stoffen oder leicht bedenklichen Stoffen, dass eben Allergie, also steht genau das gleiche wie hier, Asthmatiker nicht geeignet und kann Allergien auslösen sozusagen. Ne? Das steht da auch. Also darum wären diese beiden Punkte jetzt erstmal kein Grund für mich zu sagen, hey, ich kauf's nicht mehr. Es sind allerdings auch noch zwei weitere Produkte drin, die bedenklich sind, nicht sehr bedenklich, sondern bedenklich, also die quasi etwas mildere Stufe. Und das ist Coumarin, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Produkt, was ich euch vorgestellt habe. Und zwar ist das ein Parfümstoff und ist wieder allergieauslösend oder kann allergieauslösend sein oder beziehungsweise hat ein Allergiepotenzial, dass man irgendwann mal darauf allergisch reagieren könnte. Aber es gibt auch Hinweise auf Krebserzeugung, also dass der Stoff quasi krebserzeugend ist. Und das wäre beispielsweise für mich eher ein Grund, das in sehr bedenklich zu schieben, als in bedenklich. Ne? Also wisst ihr, wie ich das meine? Ich verstehe das nicht so ganz. Vielleicht gibt es da ja einfach auch nochmal eine andere Erklärung, was ihr mir da irgendwie mal schreiben könnt oder sowas, wie die eben jetzt nun genau arbeiten in der App. Und
Ja, wäre aber jetzt für mich ehrlich gesagt auch kein Grund, das jetzt nochmal ja, wegzuschmeißen und nicht mehr zu kaufen. Und zwar wollte ich jetzt nochmal kurz gucken, an welchen Stellen die Stoffe stehen. Beziehungsweise sage ich euch noch den letzten Stoff, der bedenklich ist. Somit haben wir quasi aus der roten und orangen Kategorie vier Stoffe. Und zwar ist es einmal das PEG. Und zwar sorgt das dafür, dass nicht mischbare Flüssigkeiten miteinander vermischt werden können. Allerdings schwächt es die Barrierefunktion der Haut. Ich sprühe es mir jetzt nicht auf meine Körperoberfläche, also auf meine Körperhaut, sondern wenn, dann höchstens auf die Kopfhaut. Und da sind ja auch erstmal die Haare noch dazwischen. Also wäre das jetzt auch kein Grund für mich zu sagen, auf gar keinen Fall. So, dann gucken wir mal, wo die Stoffe, an welchen Stellen die Stoffe stehen. Und zwar die Benzophenone. Benzophenone, hier unten haben wir sie. Also ja, ziemlich weit am Ende, würde ich sagen, ne? Dann haben wir noch das Butylphenyl. Methylpropanol. Ne, Propional, so. Das haben wir hier unten, also an drittvorletzter Stelle. Und dann haben wir ja noch das Kumarin, was wir hier am Ende haben. Also von dem quasi krebserzeugenden Stoff ist am wenigsten drin. Und das PEG hatten wir da drüber. PEG, PPG. Ist also auch ziemlich am Ende der ganzen Inhaltsstoffangabe. Und somit würde ich sagen, also entscheide ich, das muss ja natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich entscheide für mich, dass ich das Haarspray auf jeden Fall erstmal weiter verwenden werde. Es wäre natürlich schön, wenn sie vielleicht von den Chemikalien so ein bisschen wegkommen würden, damit es dann vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, ne? Oder nicht ganz so schlimm eingestuft wird, sagen wir es mal so. Und aber erstmal werde ich es auf jeden Fall weiterhin verwenden. Gut. Ich finde dieses Produkt toll. Ich möchte auch noch mal ein bisschen was Positives zu dem Produkt sagen. Ich verwende das, wie gesagt, schon seit zig Jahren. Ich habe einen Pony, der wirklich immer sehr doll mit Haarspray versorgt werden muss. Und der hält. Kann ich eine gute Menge, sage ich jetzt mal, drauf sprühen. Und dann hält der, dann ist das eine Platte quasi, dann hält das alles super. Man kann aber auch ein bisschen weniger drauf sprühen und dann hat man auch so einen leichten Halt, so in den Haaren generell, wenn man sich vielleicht Locken gemacht hat oder so. Und es riecht unfassbar gut. Ja, also es ist günstig, es kostet nicht besonders viel. Also es ist teilweise in der Werbung bei Rossmann für 1,11 €. Es sind 250 Milliliter drin. Ne? Also ich finde es super. Es ist ein tolles Produkt und ich würde es mir definitiv jetzt, wenn sich das nicht weiter verändert, ins Negative hin, würde ich mir das immer wieder nachkaufen. Okay, ihr Lieben, das war's zu dem Produkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert kostenfrei diesen Kanal unten. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüssi!